Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich möchte Sie ganz herzlich als Direktor des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg zum Seitenstark-Medientag begrüßen. Das Thema Bildung in der digitalen Welt ist seit mindestens 2016 durch die KMK-Strategie ein relevantes Thema für den Bildungsbereich. In den Jahren bis Anfang 2020 ging es um curriculare Anpassungen, verschiedene Projekte zu einer cloudbasierten Arbeit an Schule sowie um die Qualifizierung des pädagogischen Personals. Auch erste Medienentwicklungspläne im Kontext des Digitalpaktes wurden entwickelt. Mit Beginn der Pandemie wurde dann das Thema des Lehrens und Lernens in virtuellen Lernorten, sowohl synchron als auch asynchron, als Alternative zum nicht vorhandenen realen Lernort Schule bedeutsam. Hier haben Lehrende ebenso wie Lernende viele Erfahrungen gesammelt. Mittlerweile diskutieren wir intensiv die Frage, wie Lernprozesse künftig, das heißt nach der Pandemie, aussehen sollen, wenn also alle realen und digitalen Möglichkeiten ausgeschöpft werden können. Schließlich wollen wir erreichen, dass sich Kinder und Jugendliche auf ein Leben und Arbeiten in einer Gesellschaft vorbereiten können, von der wir heute nicht genau sagen können, wie sie aussehen wird. Deshalb ist es wichtig, Medienbildung sowie die Befähigung für einen selbstbestimmten Umgang mit digitalen Medien bereits in der Grundschule zu beginnen. Tagungen wie die heutige sind so wichtig, um einerseits viel über die Möglichkeiten des Arbeitens mit digitalen Medien und Werkzeugen sowie über deren Einsatz sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Umfeld zu erfahren und zu diskutieren. Das Programm des heutigen Medientages bietet dafür vielfältige Möglichkeiten, sich gezielt mit verschiedenen Fragen einer Bildung für das Leben in einer immer stärker digital geprägten Welt auseinanderzusetzen. So zum Beispiel der selbstbestimmte Umgang mit Daten, das individualisierte Lernen bei der Leseförderung und anderen Themen, Ideen zum problem- und forschungsorientierten Lernen, Fragen des Kinder- und Jugendschutzes und vieles andere mehr. Das LISUM trägt zum Programm des Fachtages durch zwei Workshops bei, in denen Unterrichtsmaterialien zum Datenschutz und zum Umgang mit Fake News vorgestellt werden. Der Seitenstark e.V. hat ein Programm vorbereitet, mit dem das Thema Medienbildung für den Altersbereich sehr gut bearbeitet werden kann, von dem lange geglaubt wurde, dass die Kinder noch zu jung dazu wären. Mittlerweile wissen wir, dass es wichtig ist, sowohl an Lernszenarien unter Einsatz altersgerechter Medien und Werkzeuge sowie an kindgerechter Medienbildung von Beginn der Primarstufe an zu arbeiten. Ich bedanke mich bei allen, die an der Vorbereitung und Durchführung der Tagung so intensiv beteiligt waren und sind. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß und tolle Anregungen für Ihre Arbeit.